Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So. Wir sind fleißig am Sammeln. Müssen jetzt auch noch schauen. Was bist denn du? Hallo? Wer bist denn? Ich habe das jetzt nicht gelesen. Warte mal ganz kurz. Falsch. Da gibt es doch diese Einträge. Hier, genau. Grasfuchs zum Beispiel. Okay. Da ist einiges zum Lesen. Wartet mal kurz. Jahreszeit. Frühling, Sommer, Herbst. Ort. Grasland. Maximale Größe. Klein. Gefunden haben wir 5 von 16 Tieren. Beschreibung kleiner und flinker Graslandbewohner. Sehr scheu, aber auch verspielt. Dann den Seidenfuchs. Jahreszeit, Herbst, Winter, Frühling, Ort, Feuerwindtal, maximale Größe, klein, gefunden, 5 von 16 natürlich, das werde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr vorlesen. Beschreibung, ein kleines und flinkes Tier, das gerne mit Netzen spielt. Gruffel, Jahreszeit, Frühling, Sommer, Winter, Ort, Grasland, maximale Größe, groß. Beschreibung, großes und sanftmütiges Herdentier im Grasland. Überraschend weiches und flauschiges Fell und Fabit. Jahreszeit beliebig, Ort Feuerwindtal, Größe klein, Beschreibung kleines sprunghaftes Tier, so süß, oh ja, so süß. Das trifft wirklich, was ist denn das jetzt, ein Schweinchen, ist das süß? Jahreszeit Frühling, Winter, Herbst, Ort Crestfallküste, Größe klein, Beschreibung kleines Tier, auf dessen Rückenblumen wachsen. Das ist so süß. Dann hier. Wandere hin. Beschreibung. Ein rastloser Wanderer zwischen den Sternen. Man sagt, er führt verwirrte Seeleute heim. Okay. Da gibt es nur 5. Aber immerhin einen haben wir ja schon. Mei, bist du lieb. Gib Gegenstand. Okay. Das Blumenschweinchen scheint interessiert an einem Pilz. Pilz an Blumenschweinchen geben. Ich würde schon sagen, sicher. Bitteschön. Es mag Pilze. Es liebt uns. Ja. Noch eins? Ich würde sagen, ja. Mehr haben wir, glaube ich, nicht. 2 Pilze habe ich gehabt. Geht es mit uns mit? Hi. Gehst du mit uns mit? Echt? Glanzfuchs. Also wir entdecken hier Viecherlein, das ist ja Wahnsinn. Glanzfuchs. Jahreszeit. Frühling, Sommer, Herbst, Ort, Crestfallküste. Maximale Größe klein. Beschreibung. Ein kleines und flinkes Tier mit prachtvollem Pelz, Fell. So. Das mag uns, glaube ich. Oh, ist das cool. Okay, wir können hier die Palme fällen. Zack, zack, zack. So. Wir haben einen Popomus-Samen haben wir bekommen. Ich würde sagen, den pflanzen wir auch gleich wieder ein. So. Du bist niedlich, Schweinchen. Das Schweinchen ist lieb. Was haben wir hier? Das ist ein Fisch. Das kann ich zusammenschlagen. Das wäre aber nicht sehr nett, oder? Hallo, wer bist denn du? Fischer. Das hier ist ein Angelwettbewerb. Um teilzunehmen, brauchst du eine Angelrute. Komm zurück, wenn du eine hast. Okay. Viel später. Folgt uns das Schweinchen noch? Ich glaube nicht mehr, oder? Na, das geht jetzt weg. Na klar, wir haben nichts mehr zum Essen, somit sind wir uninteressant. So. Ja, voll lieb. Da haben wir wieder jemanden. Hallo. Kari. So. Eine Gruppe Glanzfüchse nennt man Lüster. Okay. Da haben wir noch so ein hübsches Schweinchen. Hallo, nicht schrecken, ich will nur die Blume haben. Danke.
So. So, hier am Strand sollte, glaube ich, das mit dem... Dings funktionieren, ne? Also, den Hafen da, diese... Ich wisch schon. So. Das haben wir noch weg. Zack. Es wäre auch cool, wenn wir ein Erz finden würden. Das möchte ich nämlich auch gerne mal ausprobieren. Aber die Kisten tun es auch. Münze aus dem Altkönigreich. Mhm. Das ist sogar ein wichtiger Gegenstand. Eine abgegriffene alte Münze. Es könnten Leute geben, die die sammeln. Okay. Also aufbehalten. Hallo. Hm. Marina. Und das da hinten. Und das da. Hallo du. Na hallo. Du hast alles, was ich hierfür brauche? Sehr gut. Mit Treibholz und Muscheln hätte ich es niemals fertig bekommen. Ja. Das ist eine Anspielung eventuell auf Raft. Ich werde im Nu fertig sein und der Handel in Vermont wird wieder florieren. Das würde mich freuen. Aufgabe abgeschlossen. Öffne das Ostdock neu. Super. Aha, da kommt was. Oh, cool. Sehr, sehr gut. Hallo. Pelz, Kohle, Garn, Pilz, Ton. Okay. Da geht einiges. Okay. Heißt das, wir kriegen hier mehr Geld? ...132 wären das erst. Das ist nix. Hm. Holz, wir könnten auch verkaufen. Hm. Einkaufen. Das Tiergehege klein wäre mir ehrlich gesagt ganz lieb. Aber das lassen wir, glaube ich, mal. Da hätten wir ganz viele Händler. Alles gut. Ah. Das Ostdock ist wieder in Betrieb und ich habe meinen alten Posten als Dockmeisterin zurück. Und das alles dank dir. Beim Lagerfeuer können wir nichts machen. Na, Opi? Francis, klingt so, als müssten Sie die Vermont dringend ihre Pflanzenwand loswerden. Oh, oh. Ja. Na gut. Ui, da ist eine Kiste. Hornbrille. Was? Kann ich die... Das wichtigste Utensil für Hipster. Ja, warum nicht? Ich bin könnte mal ein Brill... Ich meine, ich bin in Wirklichkeit noch kein Brillenträger, aber... Ist ja wurscht. Die schaut schön aus. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Da drüben brennt auch Licht. Das heißt, da ist jemand. Schau mal nach. Ja. Hallo, wer sind Sie? Oh, Pullin. Unser Captain. Hey. Hab gehört, du bist nach Vermont gekommen. Freut mich, dass es dir gut geht. Nach allem, was passiert ist. Ich wollte mal Hallo sagen, aber ich musste für Marina Material für die Reparatur des Docks sammeln. Sie sagt, das bin ich ihr schuldig, nachdem mein Boot das Dock ruiniert hat. Nun, kannst du etwas über den Rest der Mannschaft herausfinden, während ich hier Marina helfe? Das Dock ist eigentlich fertig. Seemannin Chip war ein Genie in der Küche. Seemann Tuck liebte die Natur und Seemann Luft hat am liebsten gefeiert. Ich hoffe, das hilft dir bei der Suche. Danke nochmal, dass du nach ihnen suchst. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock. Zack.
Zack. Blaubeersamen. Cool. Zack. Zack. Rotbeersamen. Okay. Oh, wir können ja doch schwimmen. Ein bisschen. Oh, na doch nicht. Wird er saufen. Okay. Dann halt nicht. Haben jetzt wohl nichts verloren. Na, schaut gut aus. Alles da. Gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Hause. Okay, hier können wir keine Sämlinge einsetzen. Ich denke mal, dafür werden wir das Beet brauchen. Da drüben hätten wir noch Kisten. Die machen wir gleich kaputt. So, also Fässer in dem Fall. Zack. Und zack. Ein Garn haben wir bekommen. Also ein Zwirn halt so. La la la. Okay. Da vorne wären noch Fässer. Und eine Kiste. Fass und Kiste. Und zack. Und zack. Ja. Rote Beeren. Oh. Hallo. Schlaue McListik. Oh, hallo. Du hast es hier an Land gespült. Ich hatte es hier an Land gespült, was? Kein Wunder, du siehst wie ein Schwächling aus. Das ist nicht besonders listig. Es ist wichtig, gesund und stark zu sein. Um den ganzen Tag Futter zu schneiden, brauchst du starke Muskeln wie ich. Oh, oh, oh. Nimm die Sichel und zeig mir, was du kannst. Schneide das hohe Gras und bring mir 10-mal Futter. Trage diese Details in dein Y-Tagebuch ein, damit du nichts vergisst. Cool, so sparen wir uns einen Haufen Geld. Wir haben Futter gefunden. Geheimnisvoller Samen, okay. Das ist auch nicht schlecht. La la la. Geheimnisvoller Samen, das ist cool. So, ich glaube, wir haben genügend Futter. So, das schauen wir, was wir gefunden und was wir geschafft haben. Wir sind mega stark. Wir sind die stärkste Frau im ganzen Reich. Das hohe Gras hatte keine Chance. Du bist weniger schwächlich als gedacht. Wenigstens ein Kompliment. Wie gesagt, mächtige Muskeln sind wichtig, aber einen mächtigen Verstand brauchst du auch. So wie ich. Hoho. So kannst du andere dazu bringen, Futter für dich zu schneiden. Danke. 1:0 für ihn. Da kannst du sagen, was du willst. Ich werde es hier mal mit dem Samen probieren. Mit dem geheimnisvollen. Scheinbar kann man doch was ansetzen hier. So. Zum Glück kommen die Ressourcen wieder zurück. Das ist mega hilfreich. So. Die Beeren möchte ich aber gerne in der Nähe des Dorfes einpflanzen. Wenn möglich. Damit wir schneller Zugriff drauf haben. Da bin ich schon gewillt, den Baum zu fällen. Warte mal. Vielleicht bietet sich hier wo was an. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so schlau jetzt war. Nö. Da unten wäre was. Hui! So. Hier. Wir haben zwei rote. Ich würde es gerne mit dem roten probieren, ehrlich gesagt. Geht's überhaupt? Oder der geheime? Geht nur der geheime. Okay, dann nehmen wir halt den Geheimsamen. Ist ja wurscht. Scheint sich auch um ein Bäumchen zu handeln. Okay. So. Sich angehört wie ein Schaf. Na gut. Dann heißt es, wir können hier beim hohen Gras vielleicht. Hoppala, das war die falsche Taste.
noch ein bisschen was schneiden. Vielleicht können wir so die so ein Gruffel zähmen. Oder zumindest dafür dazu bringen, dass er uns vielleicht doch mag. So. Ah, da sehen meine entzückten Äuglein. Wir haben hier mal ein Erz. Geht das jetzt mit dem Erz? Ah, nein, da brauchen wir die Pike. Genau. Vergesst, was ich gesagt habe. Da brauchen wir eine Pike. Aber hier können wir noch geheime Sämlinge einpflanzen. So. Einmal. Und zweimal. Hallo. Na du? Grasfüchse sind Linkshänder. Was? Wer will sie das denn wissen? Okay. So. Und so. Na, ihr? Oh, wir können leider kein Futter geben. Schade. Hätte ich gern gemacht. Na gut. So. Ich glaube, diese Seemann, diese Seemänner-Geschichte kann ich vergessen. Die Gehege klein. Repariere deinen Hof. Da brauche ich noch einen Geist. Die Brücke geht. Die machen wir gleich. Die Brücke geht. Die machen wir gleich sofortigst. Die Hängebrücke. So. Dann haben wir die Quest auch fertig. So. Dann haben wir schon zuerst das drum gebaut. Da, la, la. Da können wir noch einen Stein zerdeppern. Zack, zack. Ja, ja, fallen runter. Alles weg. Fü. So. Zack. Und hier noch. Zack, zack, zack. Wo kommt jetzt dieser Griffel her? Graffel. Bist du zufällig den, den sie sucht? Du bist so klein. Bist du noch jung? Oh. Ich lasse ihn noch ein bisschen schlafen. Ich will zuerst diese Brücke bauen. So. Da sind wir schon da. Also. Wir hätten die Sachen annehmen. Voll cool. Das ist richtig cool. Zack, zack, zack. So. Da können wir hier auch noch ein paar Bäume fällen. Wenn wir schon mal da sind. Zack. Und dann setzen wir auch gleich wieder ein Bäumchen ein. Hoppala. So. Den können wir auch noch. So. So. Zack. So ist schön. Und gleich bepflanzen. So. Hallo. Das ist eine Erwachsene. Drüben war jetzt aber ein Kind, oder? Ich verdrück mich schon wieder, Entschuldigung. Das mit dem, mit den Viechlein hier, das irritiert mich schon ein bisschen. Mond, Seidenblumen fehlen mir auch noch einen Haufen. Verdrückt. Natürlich. Wie was sonst auch immer. So. So. Wenn ich jetzt nur wissen würde. Hm.
Was tut denn das so komisch? Hä? Ist das normal? Ach ja, hier müssen wir dann. Genau. Yo! Es wäre halt gut zu wissen. Also, das ist ein komisches Geräusch. Au, da kriegen wir Ohren weh. Hä? Was macht denn da so komische Geräusche, ey? Voll komisch. Ich hau mal die Bäume weg. Ich glaube, das war gerade nicht schuld. Naja. Es wäre halt echt schon gut, langsam mal hier questmäßig voranzuschreiten, ne? So. Zack. Da, 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 da. Was haben wir denn hier? Hoppala. Oh, du schöne Sonne, scheinst über Himmel und Schafen. Gehst du auf, erwachen wir. Gehst du unter, gehen wir schlafen. Ach, nee. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was es mit dem jetzt auf sich hat. Ah! Hallo Fuchsi! Okay. Vögelchen, alles ist da. Hammer passt. So, zack. Da haben wir wieder so ein Schäfchen. Oder so ein... Wupp, wupp. Ah, da gibt's zwei. Das habe ich auch gerade jetzt erst gesehen. Vielleicht müssen beide zur Sonne gerichtet sein. Oh! Ah, Fright! Ah, du hast mich ja geweckt. Nun, man soll nie aufhören zu träumen. Deshalb werde ich mein Nickerchen in deinen Rucksack fortsetzen. Oh, wie cool! Hey, super, jetzt haben wir zwei. Hey, cool, warte. Orientierungslos. Oh, da kann ich was einsetzen. Warte mal kurz. Das machen wir natürlich sofort. So. Jetzt können wir, glaube ich, dieses eine Gebiet befreien, ne? Da hat man nur zwei gebraucht. Da nehmen wir noch schnell den Hammer. Zack. 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 Haben wir noch mehr zu hauen? Zu deppern? Ich glaube nicht, gell? Nein. Mega cool. Zack, zack, zack. Ich sammle gleich wieder ein paar Steine, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die werden wir gleich brauchen. Das heißt, jetzt war hier das Gebiet. Hä? Ja. Jetzt war hier, glaube ich, das Gebiet, ne, was wir läutern können, oder? Jawohl, zwei Geister gehen. Jawohl, machen wir mal. Hokus pokus, fidibus, trala! Super! Oh, ich darf nicht rein? Warum denn nicht?
Ah, vielleicht ist das jetzt der Bauernhof, der uns später gehören soll. Das kann sein. Na, hallo. Entschuldigung, da musste ich wieder husten. Ah. Na, fein. Geht die schon langsam vorwärts. La, la, la. Aber trotzdem finde ich das eine Viechlein nicht an. Das ist echt... Ui, ein Schwammerl. Und zusammenhauen. Yeah. Zerstörung. Und da hätten wir noch ein paar Schwammerl. Hm, nimm mit. Genau. Hm, was haben wir hier? Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Die Düsternis ist einfach zu dick. Wir mussten den Hof schließen. Wir ziehen uns zwar zurück, hoffen aber, ihn eines Tages wieder aufzumachen. Okay. Achso, das bleibt hier. Mhm, okay. Ja, vielleicht ist das ja... ich glaube, das ist jetzt unser Bauernhof, ne? Jetzt muss ich niesen eigentlich auch, ne? Ist wieder super. Ah. Nein, doch nicht. So. Also, da ist der Typi. Dachte schon. Ich muss noch den Unterschied verstehen zwischen den gefärbten Rufzeichen und den grauen. Sind es quasi die grauen Rufzeichen, die zu einer Quest gehören? Ich bin da leicht überfragt. Weil wenn dem so wäre, müssten wir langsam... Das wäre hier. Kann man das verhauen? Vielleicht später mal. Jetzt noch nicht. Ganz, ganz schön komisch. Hier braucht man auch eine Picke. Hm. Oh, Katze. Wo denn? Ah, hier ist sie. Hallo. Ja. Ja, braver Stubendieger. Ganz brav. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Dorf zurück. Warum ist das jetzt so blau, der Kreis hier? Hä? Warte mal. Aha. Heißt es, in dem Gebiet ist das gesuchte Objekt sozusagen. Oder wie soll man das verstehen? Aha. Warte mal. Das kriegen wir schon hin. Das wird schon. So. Dann müssen wir mal looken. Hier rüber. Nachts müssen wir eine gute Chance haben. Da ist er, glaube ich. Hallo. Ja, Fluffykins, zurückbringen. Hallo. Oh, wohl geht. Oh, Fluffykins. Deine Schleifen und Fußbänder sind weg. Du müsst furchtbar traurig sein. Du musst. Ohne die Punkte. Eine Umarmung hilft. Danke, dass du Fluffykins gefunden hast. Als nächstes ist Mr. Peabody dran. Sein schicker Zylinder müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Du hast keinen Bock, habe ich recht? Ja. Schüttelt er den Kopf. Eindeutig, er hat keinen Bock. Wir haben irgendwas bekommen. Eine Schleife. Oh Gott, ist die groß. Ja, bei der Schlaufe würde ich auch davonlaufen. Um Gottes Willen. Ja, aber die tragen wir.
Zu Ehren der armen kleinen Tierchen hier, die jeden Tag gequält werden. Ihr könnt es einem echt leid tun. Wie schaue ich aus? Hübsch, oder? Nein. Okay. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.